zu. Okay, wir sind weiter. Hat etwas länger gedauert, die Stelle. So, und wir sind unten. Ja, ihr hört schon den verrückten Soundtrack von dem Spiel. Den finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ach. Jetzt sind wir erstmal in der Desinfektionsschleuse. Wurden erstmal gereinigt. Wir gucken mal in den Schrank. Und schauen, was sie da drin finden. Oder. Oh! Was ist denn da los? Ah, da wurde uns irgendwas in den Kopf geworfen. Ich bin mal gespannt, was das ist. Keine Ahnung, wir gehen erstmal runter, schauen uns diese Steuerkonsole hier an. Gucken wir mal, was wir damit tun können. Ah, da fehlt ein Schalter. Das ist ein, so ein Schieberegler ist das. Durch die Tür kommen wir auch nicht. Da müssen wir hier irgendwas machen noch. Wahrscheinlich müssen wir die drei Dinge jetzt zum Leuchten kriegen oder so. Ah, okay, jetzt haben wir's. War doch einfacher, als ich gedacht habe. Nur, wo geht jetzt weiter? Wir sollen vielleicht wieder zurückgehen? Oder Moment mal. Da war ja noch ein Knopf, den wir drücken können. Vielleicht drücken können, ich weiß es nicht genau. Ja, ich möchte an die Konsole wieder. Ah, jetzt hat er irgendwas gedrückt hier. Ah, einer öffnet die Tür. Dann gehen wir auch da durch. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann sind wir direkt wieder ein Stück weiter. Ah, und das ist die Maschine, die wir gerade auf dem Plakat gesehen haben. Dann schauen wir mal, was die so kann. Könnte einsteigen, anscheinend. Machen wir direkt mal. Und dann gucken wir mal, was wir hiermit tun können. Ah, wir müssen den Stein darunter bauen, okay. Ich zweifle jetzt gleich wieder runter an der anderen Seite. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit dem Greifarm den Stein nehmen und nach oben boxieren. Runter damit. Und greifen. So, da haben wir schon den Stein. Und den müssen wir jetzt nach oben boxieren. Schnapp dir den Schalter, Gomo. Und bediene ihn, was das Zeug hält. Na, anscheinend müssen wir noch ein bisschen. Nein, runter. Jetzt können wir. Jetzt können wir ihn fallen lassen, den Stein, und er rollt weiter. Auf dem Rollband. So, dann gehen wir mal raus aus der Maschine. Und, ja, auch hier runter. Noch genau. Und wir gehen mal weiter.
gucken. Da oben ist unser Stein gelandet. Ich geh mal hier an die Maschine. Gucken, was sie da so anstellen können. Wir können einen Knopf drücken, okay. Mal schauen, was das so macht. Stein wurde gelasert. Und wird jetzt eingesaugt. Okay, wir drücken nochmal. Schauen wir uns das hier mal an. Okay. Wir gehen nochmal hier runter. Gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Vielleicht können wir ja schon weitergehen. Vielleicht muss ich hier gar nichts mehr machen. Auch wie er Treppen steigt. Oh Gott. Ja gut, mit so kurzen Beintieren. Da haben wir einen Knopf, der den ganzen Müll da ablässt. Was sind wir hier? Eine CD. Oder sowas ähnliches. Ja, wir können zurückgehen. Die CD, die können wir wahrscheinlich hier in die Apparatur packen. Das versuchen wir direkt mal. Kumo kramt nach der CD, schiebt sie in das Gerät ein. Dadurch verändern wir wahrscheinlich das Programm Error. Okay, wir verursachen einen Fehler. Kumo stürzt. Das Ding explodiert und läuft jetzt endlos. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir da oben hoch. Um uns ins Rohr saugen zu lassen, nehme ich an. Ja, genau, das passiert auch. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Da stecken wir erstmal fest. Ach so, er hat versucht, sich festzuhalten. Okay. Dann kommen wir jetzt da raus, wo wir gerade waren, wahrscheinlich. Und da sind wir jetzt bei den zwischen den Steinen. Und klettern hier mal rauf. Okay, anscheinend klettern wir nicht rauf, wir werden einfach wieder durchgesaugt. Und wir fahren jetzt nach da raus, okay. Ich hätte auch gedacht, hier oben. Na gut. Ja, das tat weh am Kopf, glaube ich wohl. Oh, der Stein. Oh, dramatische Effekte. Cool. Danach die Bruce Lee-Pose. Und was macht er jetzt? Er liegt. Was haben wir hier? Wieder was, das wir nicht bedienen können. Wir gucken mal, was wir mit dem Stein da in der komischen Waschmaschine da machen können. Wir drücken einfach mal den Kopf. Nicht Kopf, Knopf. Keine Ahnung, was jetzt damit passiert. Schon gefragt, was es ist. Ich hatte Dreck auf dem Bildschirm. Ich versuche es nochmal hiermit. Nein. Okay, diese Maschine können wir nur starten und deaktivieren. Ach, hier ist noch eine Schnur. Die packen wir uns mal schön ein. Eine ganz schön lange Schnur, muss ich sagen. Dann gucken wir mal, vielleicht können wir damit hier an dem Ding irgendwas machen. Anscheinend müssen wir erstmal da hingehen. Und mal sehen, was wir mit der Schnur so alles bewerkstelligen können.
Ach, wir binden es an den Stein fest und schmeißen es dann wahrscheinlich runter. Damit das Ding aufgeht, die Tür. Und weg damit. Oh, ja. Ich dachte schon, die geht nicht auf. Aber tut sie doch. Wir können weitergehen. Ich guck mal, was... Nein, die Tür kriegen... Ah, da oben hängt Schlüssel. Okay. Die holen wir uns mal. Und gucken dann, dass wir die Tür unten öffnen können. Da schleudert den Schlüssel noch ein bisschen rum und steckt ihn ein. Den anderen können wir anscheinend nicht nehmen. Dann brauchen wir anscheinend nur den. Wir gehen mal zur Tür. Versuchen den Schlüssel hier einzustecken. Und gucken, ob er passt. Und einfach weg damit. Gut, dann können wir jetzt die Maschine hier aktivieren. Dann ist der Strom an wahrscheinlich. Ja, genau so sieht's aus. Wir gehen mal nach oben. Und bestätigen den Schalter. Und die Tür öffnet sich. Sehr schön. Wir gehen direkt mal weiter. Gucken mal, was wir in der Schublade finden. Vielleicht können wir die aufmachen. Ne, guck hinter das Bild. Wo wir einen Safe finden? Ach, ein Augenscannen-Dingen. Dafür müssen wir bestimmt das Poster nehmen. Oder dieses Foto hier. Und das davor halten. Damit wir weiterkommen. Wir versuchen das mal direkt. Ja. Es scheint schon mal das Richtige zu machen. Ja, die Person hat anscheinend Zugang und der Aufzug geht runter. Wir drücken den Knopf und gucken, was passiert. Die Tür öffnet sich. Sehr schön, wir können weitergehen.